Einer groß, einer klein, das ist das, was jeder sieht, einer rund und einer eckig. Der Malevich hat, glaube ich, 7 Zeiger, die sich drehen, bei Ihnen installiert im Halbstundentakt. Und die Zeiger sind hinten mit einem Mechanismus versehen, den Tangeli in vielen seiner Reliefs verwendet hat. Als Restaurator vom Tangeli Museum ist besonders schwierig, dass sich im Laufe der Zeit natürlich die sehr improvisierten Lager lösen und was man damit macht, wie kriegt man oder hält man es am Laufen? Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, kann man es ewig am Laufen halten? Die Antwort ist einfach, ewig geht nicht, aber so lange wie geht, ist vielleicht möglich. Und um zu der entscheidend oder zu der Entscheidung zu kommen, die von allen Leuten akzeptiert wird, ist und eine Unterredung unter allen Leuten, die man so schön Stakeholders nennt, notwendig. Das ist natürlich diejenigen, die momentan darauf aufpassen. Ist das Tangeli Museum, die Direktion vom Tangeli Museum, die Kunsthistoriker, die Restauratoren. Aber dazu gehört auch die Öffentlichkeit und Leute, die sich an diesem Werk erfreuen, die durchaus etwas zu sagen hätten. Wollen Sie es immer laufen sehen? Dann würde es aber bedeuten, es nicht ewig laufen zu sehen. Oder wollen Sie es lieber kürzer laufen sehen und dafür für die zukünftigen Generationen vielleicht noch 1 oder 2 Generationen ermöglichen, dass es noch gesehen wird? Das sind so Schwierigkeiten, mit denen wir uns auseinandersetzen in der Restaurierung. Herzlichen Dank. Und wie fällt Ihnen die Ausstellung Black Sun, in der Tangeli zu sehen ist? Sehr, sehr gut. Also auch im Verhältnis zur 010. Es ist eine ganz fantastische Ergänzung von beidem, wie Malevich in die heutige, auch wenn Tangeli schon seit über 20 Jahren tot ist, 24 Jahren tot, aber in die heutige Generation mit reingezogen wird und wie viel Einfluss er gehabt hat. Ist 100 Jahre her und immer noch aktuell. Super, vielen Dank.